Am Frankfurter Flughafen kontrollieren die Zöllner Sven Kalkbrenner und Elena Wiegand Reisende. Wer aus einem Nicht-EU-Land einreist, muss darauf achten, dass der Wert der mitgebrachten Waren 430 Euro nicht überschreitet. Auch bei der Menge des Bargeldes muss der Reisende viel beachten. Er muss uns angeben, woher er kommt, wo er lebt, woher das Geld stammt, was er mit dem Geld vorhat. Die Anmeldepflicht von 10.000 Euro oder mehr dient vorwiegend der Bekämpfung von der Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche. Deshalb gehört die Frage nach mitgebrachtem Bargeld, egal woher die Reisenden kommen, zum Standard der Zollkontrollen. How much cash money you carry now? 10.000 Euro. Where is the money? Here. Can you show me? Das Ehepaar hat den grünen Ausgang genommen. Das heißt, dass die beiden nichts zu verzollen haben. Die beiden kommen jetzt aus dem Libanon, möchten nach Frankreich weiterreisen. Er hat angegeben, er hätte 10.000 Euro dabei. Gucken wir mal, wie viel das alles sind. Und gucken wir mal, ob wir sonst noch irgendwo was an Bargeld bei ihm finden. So, that's all cash money, what you have now? Or is it more inside the luggage or inside pocket? It's coming from the bank. And for what is the money? For my son. For your son, so as a gift. He got the baby. Ah, okay. Die Eheleute sind sich sicher, alles richtig gemacht zu haben. Sie kennen die Vorschriften. You can have 20.000, but it's sufficient. We have credit cards. Die Zollbeamten kontrollieren nach. Genau 10.000. Can you show me the US dollars, what you have, and also the other money? Neben US-Dollar hat der Mann auch noch libanesische Pfund dabei. So you say you know the rules about cash money. If you have more than 10.000, you have to declare it. Yes, but we have 5,000. I have 5,000. Yeah, that's you have right. Yeah. Yes. But the problem is if one person carry more than 10.000 euros, you have to declare it. Of course. So all the cash money was with you. Wer mehr Bargeld als 10.000 Euro bei sich trägt, der muss das anmelden. Wer das nicht tut, begeht eine Ordnungswidrigkeit wegen der Nichtanmeldung von Barmitteln. Der Mann aus dem Libanon fürchtet, dass bei seiner Frau das Geld nicht sicher ist. I want to tell you something. If we put it in this and somebody stole, it's not on me. I know. When I put here, it's on me. Yeah. Like this. I know. Der Herr gab mir ja an, dass er kein Bargeld seiner Ehefrau geben wollte, weil es einfach zu gefährlich wäre, dass die Tasche von ihr einfach geklaut wird. Und deshalb hat er gesagt, er trägt das Bargeld lieber bei sich und beugt halt eben dem Taschendiebstahl vor. War in dem Sinne eine teure Vorbeugung. Er hatte ja unter anderem auch US-Dollar dabei und libanesisches Geld. Waren wir bei insgesamt rund 11.400 Euro. You have to declare the money, normally, yeah? It's for two persons, not for one. I know. But the problem is, you carry all the money, so you have to declare it. If you don't want to declare it, you have to split the money. Yeah? If you give your wife 2.000 euros and you have 8.000, then it's okay. Or you split 5.000, 5.000, then it's also okay. But if you carry all the money, you have to declare it. Hätte er das Geld jetzt aufgeteilt, also beispielsweise 5.000 Euro noch der Frau gegeben oder von mir aus auch nur 4.000 Euro, dann hätte es nicht angemeldet werden müssen. Now we have to go in our office. Entscheidend ist die sogenannte tatsächliche Sachherrschaft über das Geld. Und die hatte in diesem Fall der Ehemann. Aufgrund dessen, dass er gesagt hatte, dass er weiß, dass Bargeld angemeldet werden muss über 10.000 Euro, haben wir dann eine Sicherheitsleistung nehmen müssen in Höhe von 30% von dem, was er dabei hatte. Das sind insgesamt 3.400 Euro, die er am heutigen Tag bei uns lassen musste. Mit diesem Geld sind die Verfahrenskosten und die mögliche Strafe für die Ordnungswidrigkeit gedeckt. Grundsätzlich muss man Bargeld anmelden, weil wir die Möglichkeit haben müssen, illegale von legalen Geldströmen unterscheiden zu können. Die Gesetze lassen den Zöllnern keinen Spielraum. Dass der Mann das ganze Geld nur aus Sicherheitsgründen bei sich hatte, spielt keine Rolle. He carried all the money. I carried all the money instead of dividing it with my wife. The money is gone from me. Thank you.
Erst nach Abschluss des Ordnungswidrigkeitsverfahrens stellt sich heraus, ob die Reisenden einen Teil der 3.400 Euro Sicherheitsleistung zurückbekommen.